Ich glaube, in den letzten Jahren ist das Entwerfen wieder sehr viel vielgestaltiger geworden. Und damit sind auch geneigte Dächer oder ein Steildach überhaupt nicht mehr ausgeschlossen. Es kommt wirklich immer wieder individuell auf die Aufgabe drauf an, auf den Entwurf. Und daraus kann man entsprechende Formen und Architekturen entwickeln. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, das Steildach heute. Auch nicht in der entsprechenden Ausbildung an den Hochschulen. Nee, da bin ich also sehr zuversichtlich, dass das nicht in Vergessenheit gerät oder nicht ausgeschlossen wird.